ganz überraschend eingetroffen, das Alcatel OneTouch Idle Alpha. Das hatten wir ja auf dem Mobile World Kongress in Barcelona nicht gesehen, deswegen jetzt hier ganz schnell vor die Kamera gezerrt, denn das ist doch wirklich mal ein ganz edles Teil. Ich gehe auch mal näher ran, damit man die Besonderheit auch wirklich erkennen kann, denn die besteht hier in dieser transparenten Leiste einmal hier oben und hier unten und unten sind auch dann zusätzlich nochmal diese Icons eingebettet. Ich versuche es jetzt mal so korrekt ins Licht zu halten, dass man das erkennen kann. Und also das ist die Taste für Zurück, Home und Optionen, wobei natürlich nicht hier unten diese Icons selbst touchsensitiv sind, sondern diese Fläche hier oben drüber. Also da muss ich dann hier, also hier muss ich dann reinklicken, aber da glaube ich, langt man sowieso mit dem Finger eh immer drüber. Von daher ist das jetzt also auch überhaupt kein Problem. Und vor allen Dingen, wenn man sich das im Dunkeln nochmal auch anschaut, jetzt mit eingeschalteter Beleuchtung hier unten, ergibt das einen richtig schicken Effekt, wie ich finde. Und außerdem ist auch hier, wenn wir sowieso schon mal im Close-Up dran sind, hier beispielsweise dieser Rahmen vorne so abgeschliffen, hinten dasselbe. Die Rückseite ist natürlich Kunststoff, weil irgendwo müssen ja auch die Antennensignale durch. Das hier außen drumherum, das fühlt sich aber nach Metallrahmen hier an. Und wie gesagt, diese transparenten Elemente finde ich äußerst gelungen, muss ich sagen. Ja, wo wir schon mal dabei sind, gehen wir doch mal hier auch gleich aufs Display näher ein. Das ist nämlich ein IPS-Panel, bedeutet ja immer, dass man besonders stabile Pixel hat. Das heißt also auch aus extremen Blickwinkeln heraus gut zu erkennen. Lässt sich natürlich jetzt bei diesen Spiegelungen hier vor der Kamera schlecht demonstrieren, aber ich hoffe, ihr glaubt es mir. Kann man also auch wirklich von der Seite aus gut drauf gucken. 58x103 mm ist es groß und bringt es damit auf eine Diagonale von 118 mm oder 4,66 Zoll. So, jetzt ist der Preis derzeit zum Start, unverbindliche Preisempfehlung, 399 Euro ohne Vertrag. Ich habe es im Web ab 390 gesehen, also so knapp 400 Euro. Denkt man, Mensch, ist ganz schön viel, aber wenn man das mal in Relation bringt zur Displaygröße, liegt dieses Verhältnis 12% über dem Durchschnitt. Durchschnitt immer gerechnet auf die aktuelle Konkurrenz, das heißt also die Smartphones, die ich so in den letzten 12 Monaten getestet habe. Das heißt, ich bekomme relativ viel Display fürs Geld. Auflösung mag man zunächst ein bisschen schockiert sein, wenn man hört, ha, nur 720x1280 Pixel, kommen damit aber auf eine Pixeldichte von immerhin 154 Pixel pro Quadratmillimeter. Wenn man sich das hier mal so anguckt, diese Schriften, kann ich da auch wunderbar lesen. 315 ppi sind das. Das ist zwar 12% unter dem Durchschnitt, also absolut gesehen zur Konkurrenz, aber wenn ich da auch hier wieder den Preis mit einrechne, bin ich dann 9% über dem Durchschnitt. Das heißt, ich bekomme auch relativ hohe Auflösung. Also, was heißt relativ hoch? 9% überdurchschnittlich. Also, das ist nicht schlecht in meinen Augen. Das heißt, obwohl das Gerät ja eigentlich primär auf Design getrimmt ist, bekomme ich auch, was das Display betrifft, einiges fürs Geld geboten. Und da ist mir übrigens auch eine andere Sache aufgefallen, wo ich hier beim Display bin, dass es nämlich hier eine Einstellung gibt, wo ich die Schriftgröße mit beeinflussen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel auf ganz groß stellen und das wird tatsächlich dann auch übertragen hier vorne auf diese und auch was hier im Menü zu sehen ist. Also ich kann es ja nochmal rückgängig machen, damit man einen Unterschied erkennen kann. Gehen wir hier jetzt mal auf das Kleinste. So, zack. Und das ist absolut nicht typisch, dass das hier auch wirklich auch auf diese Apps und auf diese Beschriftungen sich auswirkt. Also das heißt, wer da gerne mal, sag ich mal, chronische Lesebrillenvergesser werden sich wahrscheinlich freuen, dass sie hier eben halt alles auf maximal groß stellen können. Und dann kann man das sich hier dann auch vorne problemlos, möchte ich jetzt mal hoffen, einfach, weil doch ziemlich groß, dann da hier anschauen. Ja, das ist das eine. Man kann sich natürlich jetzt schon gleich denken, bei so einer Bauform hier, super schlank, auch 7,5 mm. Und wo wir schon mal dabei sind, 67x138 mm, so die Maße, bei ganz leichten 117 Gramm. Also ein echtes Knäckebrot, muss ich sagen. Also wirklich ein Designgerät. Und übrigens, wer da Bedenken hat, also ich versuche das jetzt mal hier so seitlich zu verwinden, da würde man jetzt dann schwarze Punkte auf dem Display erkennen, wenn sich da irgendwo das Panel durch oder die Glasoberfläche auf das Panel durchdrücken würde. Ist also sehr stabil gebaut, braucht man sich gar keine Gedanken drüber zu machen.
So, na, ich glaube, man hat es jetzt gesehen auch. Also das ist das. Finde ich das absolut in Ordnung. Und wir haben hier hinten auch eine 13-Megapixel-Kamera, Videos in Full HD, aber der Akku ist natürlich fest verbaut. Den kann ich nicht wechseln. 2000 Milliampere-Stunden fast eher. Und das ist halt im Vergleich zur Displaygröße, das ja wie gesagt mit 4,7 Zoll relativ groß ist, 10% unterdurchschnittlich. Also allzu lange wird es wahrscheinlich nicht durchhalten, sage ich mal. Hat dafür aber auch einen relativ mäßigen Prozessor. Ist zwar Quad-Core, der MediaTek MT6589, also vier Kerne, aber nur mit 1,2 Gigahertz getaktet. Und wer weiß, dass die Taktung ja extrem natürlich auch auf den Stromverbrauch sich auswirkt, nämlich nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt also, mit 2 GB verbrate ich nicht nur das Doppelte, sondern das Vierfache an Energie im Vergleich zu 1 GHz, wenn ich jetzt den Kern entsprechend getaktet habe. Von daher kann das durchaus das dann kompensieren. Das müssen wir dann mal im Test mal ausprobieren. Ja, soweit eigentlich sieht alles in Ordnung aus. Einziger Knackpunkt ist halt leider Gottes, ich habe hier drüben auf der einen Seite meinen Slot für die SIM-Karte und ansonsten, wie man hier unschwer erkennen kann, gibt es auf der anderen Seite nichts. Soll heißen, es gibt keinen Slot für eine SD-Karte. Das heißt, ich kann den internen Speicher nicht erweitern. Und jetzt finde ich es ja doch ein bisschen knickerig, dass dann für immerhin dann doch stolze 399 € ohne Vertrag Preisempfehlung dann nur 16 GB intern verbaut worden sind, zumal von denen dann ja auch gerade mal netto noch 12,4 GB frei bleiben. Also das ist der Wert, mit dem man rechnen muss, 12,4 GB. Das ist, also für Otto-Normalnutzer reicht das ja völlig. Nur für Gamer, wenn die jetzt sagen, Mensch, ich hau mir da ein Spiel drauf, hat mal eben schnell 2 GB, sind die natürlich schnell verbraten. Oder wenn ich jetzt meine gesamte Herr-der-Ringe-Sammlung drauf haben will oder was auch immer, oder meine 50.000 MP3-Files, dann wird es schnell eng, ganz klar. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe meine, was weiß ich, 100 Apps oder auch 200 Apps und Daten und was weiß ich, in normalem, regulärem Umfang, dann reichen 12,4 GB auch locker, völlig klar. Aber wie gesagt, zu dem Preis hätte ich eigentlich schon erwartet, dass Alcatel da 32 GB springen lässt. Dann wären wir mal ganz im grünen Bereich. Dann bräuchte sich, glaube ich, dann gar keiner mehr großartig Gedanken machen. Aber so ist es nun mal. Zum Abschluss, bevor ich das vergesse, ich sehe nämlich hier, dass mein kleines Kabel hier noch liegt, wollte ich nämlich mal Folgendes demonstrieren. Dass Alcatel da relativ viel Liebe zum Detail investiert hat. Beispielsweise sieht man das daran, hier beim Entsperrbildschirm, dieses Icon hier, dieses, ja, wie so ein Schloss soll das ja sein, das hüpft nicht etwa zufällig hier nur so durch die Gegend, sondern reagiert, wie man hoffentlich jetzt hier erkennen kann, darauf, wie ich das Gerät halte. Das heißt also, hier werden die Sensoren entsprechend abgefragt, hat natürlich überhaupt keinen sittlichen Nährwert, genauso wenig wie diese Sache hier. Ich stecke jetzt mal mein Ladekabel hier an. So, dann wechselt hier die Anzeige, wie man hoffentlich erkennen kann, dann, dass ich da die Akkustandsanzeige habe. Und die habe ich zwar hier oben eigentlich auch schon permanent eingeblendet. Also wie gesagt, auch das erfüllt keinen sinnlichen Nährwert, aber man guckt natürlich dann irgendwie mehr darauf und zeigt, da hat sich wirklich jemand irgendwie Mühe gegeben, auch in Details was Schönes zu leisten. Von daher muss ich sagen, also das finde ich insgesamt sehr ansprechend von der Oberfläche her. Es ist Android 4.2.2, also nicht das aktuelle 4.4, aber ansonsten hier alles üblich, wie man es kennt, auch mit dem Benachrichtigungscenter und so weiter. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber auf der anderen Seite, man sollte sich jetzt auch von diesen Updates nicht verrückt machen lassen, denn ich sage immer, was kann ich bitte schön mit einem Android 4.4-Gerät mehr machen als mit einem Gerät, das jetzt nur 4.2 drauf hat, sehe ich jetzt überhaupt keinen großen Vorteil. Deswegen soll man sich da jetzt auch davon, glaube ich, nicht die mögliche Kaufentscheidung dann wieder ausreden, nur weil es jetzt irgendwie nicht das aktuellste Android hat. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein als erster Eindruck des Alcatel OneTouch Alpha. Idle Alpha, um genau zu sein, ist wie gesagt ab sofort jetzt zu haben. Unverbindliche Preisempfehlung 399 € ohne Vertrag.